Es ist wieder Mittwoch und zwar abends hier in Tokio, deshalb an der Tokyo Stock Exchange der Blick auf die Technik und zwar nicht auf die hier im Studio, sondern auf die Charttechnik in dem Fall. Wollen wir kurz einen Blick auf den DAX werfen, da sehen wir nochmal hier auf Tagesbasis den Abverkauf und jetzt das Gewackel. Klarer wird es, wenn man hier auf Tages-, nein, auf Stundenbasis guckt, dann sehen wir den Schub runter und jetzt so halbwegs ABC. Das ist eigentlich eine coole Bewegung, denn die ist längst nicht so dynamisch wie die hier, obwohl es heute ja gar nicht so schlecht aussieht auf dem Weg nach oben. Also wir dürfen ja nicht maulig sein, trotz alledem, dass insgesamt eher so eine wackelige Korrektur nach oben und mit Chancen, dass wir beim Bruch des Zwischentiefs nochmal auf die Abwärtsseite kommen. Jetzt frage ich mal Manu-chan, please press the button. Dann wechseln wir nämlich hier. Ah, der hat doch gesagt was. Dann pressen wir das letzte aus dem Dow raus, denn der auf Tagesbasis, der hängt, und das wird hier das Thema in der Show sein, zwischen den beiden Durchschnitten 50er und die 200er Marke, hier die 200er, die rote, und da werden wir jetzt sehen, in welche Richtung er tatsächlich ausbricht. Insgesamt da das Bild vielleicht nicht ganz so schön und so klar wie beim DAX, trotz alledem natürlich auch hier zumindest mal erkennbar, dass die Abwärtsseite ganz schön stark ist und wir mal gucken müssen, was da passiert. Der DAX aber aus meiner Sicht sogar noch schöner. So, jetzt wollen wir mal nicht nur über den Markt hier sprechen, sondern auch über das, was uns Shimizu-san zu erzählen hat. Deshalb rutsche ich mal hier einmal quer durchs Studio und frage mal den Meister selbst. Shimizu-san, what is most important for you today? Ladies and gentlemen, today Fed announces their FOMC minutes from the last time. Remember, that was the second time of the year. Well, second time in the last 10 years. They have increased, well, they have cut, well, not, I'm sorry, let me do it again. tonight, they'll be announcing FOMC minutes. If you remember, that was, they first cut the interest rate back in July and September. And the September part of the discussion will be released in the format of a minutes today. Hmm. Now, you know, and then now, at the moment, the market is expecting that Fed will cut again. In the next, they will have another FOMC in 2 weeks, and yes, they will cut it again there. Okay, so this is what I heard when I was in a grammar school. Anything could happen once. Okay, that's a miracle. Anything could happen twice. Well, that's coincidence. Hmm. Anything could happen three times. That's a trend, ladies and gentlemen. That's a trend. And that's coming. I think that the Mr. Jerome Powell will say this is adjustment. Okay. If you do three times adjustment, you have fundamentally wrong with your system. Okay, so we might find out tonight, but a Chinese delegation is in town, and they'll be discussing mature matters with the U.S.-China trade relationship Thursday, Friday. We'll see how it goes, but anything could happen at least once. Then we are happening like 300 times consecutively, so we're trained, I guess. That's awesome. Have a good trading. Thanks a lot. Arigato gozaimashita. Ich werde das nochmal schnell übersetzen und ich hole mir jemand dazu, denn hier ist noch jemand in Tokio, den will ich auf jeden Fall mit dabei haben. Das ist Micha Vogt. Alle kennen ihn natürlich. Der Händler. Jeder kennt das Buch oder die Bücher. Wie viel sind es? 11? Das noch 11. mehr? Kommt jetzt. Das 11. kommt jetzt. 10 sind es. Also super. Also perfekt. Hast du eine Idee zum aktuellen Markt? Ich habe hier hinten, ihr seht das nicht, es ist Nacht, es ist dunkel. Da hinten an den Kabeln rumgespielt, fragt mich morgen. Und ich kann die Kurse euch auf den Punkt genau sagen. Hervorragend. Also, ihr seht schon, er bereitet das vor. Lieben Dank dafür. Jetzt aber noch die Übersetzung schnell von Shimizu-san. Er sagt, heute wichtig, Fed-Chef Powell wird nochmal was sagen. Und zwar zu den Minutes, also zum Protokoll der amerikanischen Notenbank. Denn die wird möglicherweise in diesem Jahr, sprich in 14 Tagen, sogar nochmal tätig werden und die Zinsen dann senken. Und er sagte, na, eins habe ich gelernt, wenn es einmal passiert, dann ist es ein Wunder. Wenn es das zweite Mal passiert, ein Zufall beim dritten Mal, ja, dann ist es ein Trend. Also lassen wir uns mal überraschen, was die Notenbank dann machen wird und was jetzt heute passiert, was Fed-Chef Powell heute erzählen wird. Und ich glaube, er steht heute sogar auf der Rednerliste so gegen 17 Uhr. Also dementsprechend dann auch nochmal mit höherer Volatilität rechnen. Das ist auf jeden Fall mal angebracht. Ansonsten gibt es eigentlich nur drauf gucken auf den Markt. Es gibt so viele schöne Ideen. Ich finde Gold im Moment ganz spannend für die kürzerfristigen, auch Euro gegen US-Dollar. Da haben wir einen schönen Rücksetzer, sehr wackelig jetzt hier. Bullenflagge wird einer sagen oder eine Korrektur, wie es auch immer ist, ein Rücksetzer halt, der nicht Stärke zeigt. Das heißt, wenn wir nach oben wieder ausbrechen, haben wir die besten Chancen, dass es da nochmal in die richtige Richtung geht. So, und jetzt machen wir ja normalerweise unser Dreier-Gruppenbild. Jetzt machen wir aber ein Vierer-Gruppenbild nochmal zum Abschluss. Da kommt der Micha auch nochmal einmal mit dazu, wenn wir ihn schon mal hier haben. Alle zusammen nochmal aufs Foto. Ja, Manu-chan! Manu-chan, Momo, genau. Also, euch alles Gute. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Toi.